Hallo meine Liebe, es ist Beltane. Und in Deutschland wird die Walpurgisnacht gefeiert. Und dazu gibt es einen kurzen Impuls von mir, denn hier laufen auch schon die Vorbereitungen. Heute Abend gibt es hier ein Women's Circle und wir gehen gemeinsam in die Lodge und werden die Zeremonie morgen weiterführen. Und haben sozusagen 2 Tage voll mit Frauen und Herbal Baths und Ceremony und Sweat Lodge und Teachings und Sharings. Also wir tauchen hier auch total ein in diese Energie von Beltane. Hallo Alexandra von Beltane und ich nenne es gerne Beltane. Und der Walpurgisnacht. Und dazu nochmal so einen kurzen Impuls. Also du findest auch alles dazu auf dem Blog und in den letzten Sharings auf Facebook. Und wenn du mein Newsletter bekommst, hast du auch dazu nochmal Informationen bekommen. Und gleichzeitig an dieser Stelle nochmal. Zum allerersten ist dieser Tag, der jetzt gewählt wurde, der 30.04. auf den 1.05. Sozusagen nicht der wahre Tag von Beltane. Oder, naja, bei der Walpurgisnacht weiß man nicht so ganz genau. Denn auch Beltane ist ein Mondfest. Genauso wie Ostern ein Mondfest ist. Und bei Ostern hat die Kirche das noch so gelassen. Und wir sehen das daran, dass das Datum für das Osterfest immer wechselt. Und das Interessante ist, dass allerdings für Beltane das festgelegt wurde und dann in Zusammenhang gesetzt wurde mit dem Tag der Arbeit und einfach festgelegt wurde auf den solaren Kalender. Das heißt, Beltane ist eigentlich der fünfte Vollmond nach dem Jülfest und das Jülfest also nach der Wintersonnenwende. Und nun war die Wintersonnenwende ja zum Vollmond quasi. Und damit bin auch ich dieses Jahr etwas flexibler und für mich findet sozusagen dieser Vollmond der Fruchtbarkeit und der Vereinigung, und da sieht man schon die Ähnlichkeit in den Feierlichkeiten zwischen Beltane und zwischen Ostern, findet für mich sozusagen im Mai erst statt. Ich feiere heute jetzt schon hier mit den anderen Frauen, weil es einfach in der gemeinsamen Energie sich total lohnt, da reinzugehen. Denn wenn wir gemeinsam die Intention setzen, dann wirkt sie auch, ist kraftvoll und wir können sie für uns nutzen. So, das heißt also, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, um den 18., 19., um wenn der Vollmond ist, kannst du dir schon mal eintragen, wird es auf jeden Fall Circle geben, beziehungsweise etwas Neues, was ich mitbringe zum Thema Beltane und Vollmond und tiefe Frauenzeremonien, denn ja, viel gelernt, viel mitgenommen. Anyway, also Beltane ist dadurch entstanden, dass es wirklich die Frühjahrsfeierlichkeiten waren. Das heißt, zu Ostern ging es darum, dass die Fruchtbarkeit als solches gefeiert wird, dass die Natur wieder in die Welt geht, dass die Natur sichtbar wird. Und zu Beltane war es so, dass auch die Feuer entzündet wurden. Wir erinnern uns auch an die Osterfeuer, die Feuer entzündet wurden und dass es wirklich um die Vereinigung zwischen Mann und Frau geht. Das heißt, ich habe das auch in einem im Newsletter habe ich es auch noch mal beschrieben. Da gehen wir noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Aber wenn man sich das vorstellt, das ist sozusagen das Erwachen der Natur als junges Mädchen zu Ostern. Und aus dieser erwachenden Natur wird zu Beltane, wird zu Beltane die Frau, die sich vereinigt mit der Maskulinität, die Frau, die sich vereinigt mit dem Mann. Und damals gab es dann die Rituale dafür, in denen die Priesterin wirklich den König empfangen hat. Vielleicht kennt ihr diese Bilder von dem weißen Hirsch, von den Männern. Seriwen, der als Hirsch verkleidet ist, beziehungsweise der Hirschgott, in dessen Gestalt dann der König, beziehungsweise der ja, oberste Mann von der Priesterin, von der Hohepriesterin empfangen wurde, die in dem Moment die Göttin verkörperte. Und das, was sozusagen in der spirituellen Welt passiert, passiert ja auch immer wieder in der menschlichen Welt. Und deswegen wurden zu Beltane auch ganz viele Partnerschaften geschlossen. Es gibt die Tradition des Jump the Broom, also gemeinsam über diesen Besen springen. Jetzt haben wir auf einmal den Besen im Spiel, interessanterweise. Und über den Besen springen war sozusagen das Zeichen dafür, dass man gesagt hat, okay, du und ich, das war so die Zeit zu Beltane und da kommen jetzt auch gleich die Hochzeiten ins Spiel. Du und ich, wir machen jetzt mal so ein knappes Jahr miteinander, sprich ein Jahr minus ein Tag, wenn man das so möchte, und gucken mal, wie das mit uns so funktioniert. Und wenn das ganz gut läuft, dann nächstes Jahr um diese Zeit sozusagen, um zu nach Beltane,
dann heiraten wir. Dann haben wir sozusagen unser Probejahr hinter uns und gehen sozusagen in die hohe Zeit, die Hochzeit. Und durch diese hohe Zeit, die wir miteinander verbringen, die auch die Hohepriesterin mit dem König verbringt, mit dem jeweils Herrschenden, geben wir sozusagen unser Versprechen, dass wir das Ganze ins nächste Jahr tragen und auch weitertragen möchten. Und auf einmal bekommt auch das Thema Hochzeit eine andere Bedeutung und diese kirchliche fast schon Apathie wird weggenommen, denn man hat ein Jahr ganz ordentlich ausprobiert, wie es einem so miteinander ging, bevor man gesagt hat, wir gehen die Ehe miteinander ein, beziehungsweise das, was damals sozusagen das Konzept war. Das heißt, es ging nicht darum zu heiraten, um dann, sondern es ging darum, erstmal alles machen, was man so braucht. Und dann sagt man, du, das funktioniert ganz gut, jetzt gehen wir in die Hochzeit. Weswegen wir auch traditionellerweise im Mai immer noch viele Hochzeiten haben. Das kommt wirklich daher, dass der Mai der Monat war nach Beltane, beziehungsweise nach den Feierlichkeiten, wo dann gesagt wurde, hey, das hat ja ein Jahr ganz gut geklappt und jetzt gehen wir in die Hochzeit, jetzt gehen wir in unsere Hochzeit und jetzt zelebrieren wir das Ganze. Und das Weiß kommt, also es ist von der Kirche natürlich als die Reinheit übernommen worden und gleichzeitig ist Weiß auch die Farbe von Schneeglöckchen, von den Tulpen, von all diesen Blumen, von dem Maiglöckchen vor allem, die kommen, die sprießen und das Grün und das Weiß waren die Farben, die wirklich diesen Moment symbolisiert haben, oft auch in den Kleidern wiederzuerkennen. Und dieses Symbol der Fruchtbarkeit finden wir auch im Maibaum wieder. Ich hau's jetzt einfach mal alles raus. Der Maibaum, der sozusagen als Phallus-Symbol in die Erde gesteckt wurde, gegeben wurde, der sie befruchtet hat, von den Männern in die Erde gegeben wurde. Die Frauen tanzen auch heutzutage noch in Skandinavien um dieses Phallus-Symbol, um den Maibaum herum. Also es ist Fruchtbarkeit pur, wenn man sich das überlegt. Und daraus entstanden dann natürlich auch wieder diese Verbindungen. Also um da nochmal so zu sehen, es ging wirklich nicht um irgendetwas Keusches, sondern es ging wirklich um diese Vereinigung, die wir in der Natur gesehen haben, die in der Natur anstand. Und es ging wirklich auch darum, da im Menschlichen das sozusagen zu verkörpern. Jetzt ist ja die Frage noch, sicherlich die offen ist, was sage ich mit den Hexen? Und wenn Fragen sind, dann schreib sie gerne jetzt hier in die Kommentare. Ich gucke gleich in Ruhe dann einmal durch und beantworte all das, was es da vielleicht noch gibt. Die Hexen sind wie folgt ins Spiel gekommen. Hi! Und zwar ist es so, dass mit den Hexen die Geschichte so ist, dass die Hexen die weisen wilden Weiber waren, so könnte man das sagen. Das heißt, es waren weise Frauen, die kannten sich mit Kräuterkunde aus, die kannten sich mit Heilwesen aus, die kannten sich vor allem auch mit Frauenkunde aus. Und es gab diesen Tag, an dem die sich versammelten, halt eben nicht am 30.04., weil die nicht so sehr am solaren Kalender orientiert waren, am kirchlichen, sondern zu diesem Vollmond. Denn an diesem Vollmond ist alles erleuchtet und somit auch der Blocksberg, wo zum Beispiel in Deutschland die Versammlungen stattfanden. Und gleichzeitig haben sich überall in Europa an den Kraftplätzen Menschen versammelt. Genauso an den Externsteinen, wo große Feierlichkeiten stattgefunden haben. Den Blocksberg kennen wir nochmal. Wir kennen auch Bibi Blocksberg, wir erinnern uns, die deswegen übrigens ihren Namen hat. Und man hat sich getroffen und ist auf Reise gegangen. Und zwar ist man auf Reise gegangen und es waren nicht nur Frauen, es sind auch Männer dabei gewesen. Das Druidentum, das Schamanentum, was damals wirklich aktiv auch noch war. Und man ist auf Reisen gegangen. Und wie ist man auf Reisen gegangen? Die Frauen haben sich nicht unbedingt auf den Besen gesetzt, weil ich das auch mal mir überlegt habe, auf so einem Besen reiten ist eigentlich ganz schön unbequem. Ich habe das mal ausprobiert und ich muss sagen, da bevorzuge ich den orientalischen Teppich. Jedenfalls, was passiert ist, ist, die haben sich mit der sogenannten Flugsalbe eingerieben, also mit halluzinogener Salbe. Das heißt, dort waren Stoffe drin. Das heißt, wenn ich die auftrage, beziehungsweise einen bestimmten Tee trinke oder bestimmt räuche, dann fange ich an zu visionieren. Dann gehe ich dort hinein. Das ist das, was wir jetzt im Modernen, wie alle verzweifelt. Wie alle in die Ayahuasca-Zeremonien zum Beispiel gehen oder jetzt geht es auch los mit Iboga oder hier in den USA ganz traditionell im Norden Amerikas ist es Peyote, wie das noch funktioniert. Also da ist es wirklich noch angebunden. So gab es auch in Europa natürlich diese halluzinierenden und gibt es immer noch Pflanzen, die genutzt wurden, um auf Visionsreisen zu gehen, um wirklich zu schauen, was passiert, was darf sich zeigen. Diesen Moment des fruchtbaren Vollmondes zu sehen, zu nehmen
Und ich komme gleich auch nochmal dazu, wie du das Ganze für dich nutzen kannst und da reinzugehen. Also diese Flugsalbe haben sie sozusagen genutzt. Es wurde geräuchert, es war ein sehr mystischer Moment. Und es ist natürlich der Moment, in dem wir uns mit unserer Göttlichkeit verbinden, wo die Hexen, die weisen Frauen nicht an den einen Gott da oben geglaubt haben, sondern vollkommen im Einklang waren mit Mutter Natur, vollkommen im Einklang waren mit der Erinnerung daran, dass wir alle Mutter Natur, dass wir Teil des großen Ganzen sind und dass die Göttin halt auch durch uns und durch uns als Frauen vor allem wirkt und sich repräsentiert. Und das ist natürlich für die Kirche dramatisch, weil dieses ganze System, was die katholische Kirche so mühevoll aufgebaut hat, damit natürlich zusammenbricht. Es gibt kein Schuldthema, es gibt keinen Gott da oben, sondern wir sind alle eins und wir sind alle gleich. Bisschen doof. Und daher kam dann die Geschichte von wegen, oh, auf dem Blocksberg passieren Dinge. Das war wirklich, es ist im wahrsten Sinne des Wortes Rufmord der Kirche an diese Frauen gewesen, denn wir wissen, 300 Jahre lang wurden dann auch Frauen in Deutschland und in ganz Europa, viel wirklich auch in Deutschland, ermordet. Deswegen, weil sie Kräuterkundige waren, weil sie Heilkundige waren, weil sie Frauenkunde verstanden haben. Und so ist also die Geschichte entstanden, dass dort Hexen auf dem Blocksberg mit Besen durch die Luft reiten, was nie passiert ist in dem Sinne. Und vielleicht ist das passiert. Also wir könnten ja, wenn wir wollten, ne? Und die Kirche sozusagen dann auch noch den Teufel mit ins Spiel gebracht hat. Denn was natürlich auch passiert ist, wenn ich in meiner Menstruation bin und es gibt diese zwei Zyklen, es gibt den Zyklus zum Neumond und es gibt den Zyklus zum Vollmond. Und der Zyklus zum Vollmond wird als der weiße Zyklus bezeichnet. Und das ist sozusagen der Zyklus, wenn die Frauen in ihrer spirituellen Phase sind. Das heißt, wenn ich in meiner spirituellen, also ich bin eher nach innen gekehrt, ich gebäre meine spirituelle Entwicklung, so sagt man traditionell. Und wenn ich zum Neumond blute, dann bin ich wirklich in diesem physischen Zyklus, wirklich da in die Geburt auch zu gehen, sozusagen. Der neue Zyklus wird dort dann geboren. Und kurz zusammengefasst, bevor ich hier 10.000 Fakten raushaue, aber den Track verliere, ist es so, dass dadurch der Teufel ins Spiel gebracht wurde, denn wenn ich blute und mit mir bin, das ist so ganz schön schwierig, dann kann ich ja auch Sex haben, mit wem ich will, ohne Konsequenz, und das ist für die Kirche noch bekloppter gewesen, also fanden sie noch schlechter. So. Und natürlich gab es auch mit diesen halluzinierenden Reisen, gab es sicherlich auch auf dem Blocksberg und an anderen kraftvollen Orten Vereinigungen zwischen Männern und Frauen, denn das ist das, worum es ging. Und vielleicht wurde sich auch in diesem Zustand vereinigt. Und das ist natürlich dann im wahrsten Sinne des Wortes für die Kirche Sex mit dem Teufel, sprich mit dem Unbeherrschbaren. Der Teufel ist für mich immer das Unbeherrschbare. Und wenn man das so sieht, dann lesen sich die Geschichten auch schon ganz anders. Und so ist also Bibi Blocksberg in unser Leben gekehrt und so kommen diese Geschichten daher. Es war wirklich eine tief heilige Zeremonie, in der die Seherin, die Visionärin, die Priesterin sich versammelten, um sich halt mit der Göttlichkeit auch nochmal zu vereinigen, um dort in die Vision zu gehen. Nicht nur für sich, sondern wirklich für alle anderen. Und diesen Raum zu öffnen. So wie es in Nordamerika, zum Beispiel, wo ich jetzt ja gerade bin, teilweise immer noch gemacht wird, wo man wirklich auch sich daran erinnert, dass wir in Zeremonien nicht nur ich für mich in Zeremonie gehen, sondern wir immer alle gemeinsam für alle auch damit drin sind. Das also mal der Impuls zu Beltane. Jetzt gucke ich mal durch hier gerade, ob es Fragen gibt. Nein. Der Newsletter ist super. Ich danke dir von Herzen. Also, wenn du auch den Newsletter bekommen möchtest, trag dich gerne ein. Der nächste geht demnächst raus. Ist jetzt gerade einer rausgegangen zum Thema Beltane mit noch mehr Informationen und Hintergrund und auch wie du deine eigene Zeremonie machen kannst und ein eigenes Ritual. Das gebe ich auch immer gerne nochmal mit rein. Und das ist auch wirklich das nochmal so als Gedanke für dich. Was kannst du mit Beltane machen? Das ist wirklich so dieses, wenn du in diese Energie reingehst, zu gucken, was darf Neues ins Leben kommen? Thema Fruchtbarkeit. Was darfst du empfangen? So wie die Priesterin wirklich, den heiligen Hirsch, den Gott empfangen hat, in Personifizierung durch, wie auch immer. Was darfst du empfangen? Was darf sich sozusagen ab jetzt, mit was möchtest du schwanger gehen? Was darf in die Welt kommen? Was darf geboren werden? Und das ist eine wunderbare Zeit, auch jetzt nochmal mit dem Neumond zusammen, wo du sagen kannst, welches Projekt möchtest du in die Welt bringen? Was schlummert vielleicht so ein bisschen? Was hat sich schon so ein bisschen gezeigt? Und was möchte jetzt noch mehr, ne? Noch mehr in die Welt kommen und das für dich mitzunehmen, da reinzugehen
und das Beltane-Fest so für dich zu sehen. Und wenn du möchtest, dann kannst du auch übers Feuer springen, deine Wünsche dort reingeben und wirklich nochmal an dieses Thema der Fruchtbarkeit gehen. Und zu wissen, wir tragen alle unsere maskuline und feminine Energie in uns. Und es gibt auch über den Blogbeitrag, glaube ich, eine Beltane-Visionierung. Chance, wo es darum geht, Inner Power heißt sie, deinen inneren Mann und deine innere Frau zusammenzubringen. Da kannst du gerne auf der Webseite nochmal gucken, wenn du dazu Lust hast, da reinzugehen. Mega kraftvoll, das gerade auch jetzt zu machen. Es ist total interessant, auch immer zu gucken, wie sieht meine innere Frau aus, wie sieht mein innerer Mann aus und wie kriege ich die beiden eine gute Partnerschaft. Denn nur dann können wir auch wirklich kraftvoll voranschreiten. Also so viel erstmal zu Beltane. Im Sisterhood sind wir auch an diesen Themen dran. Also falls du Interesse am Sisterhood hast, setz dich gerne auf die Warteliste. Der öffnet demnächst auch nochmal. Dazu muss ich erstmal meine Füße wieder auf europäischen Grund bringen. Und wenn es noch Fragen gibt oder du jemanden kennst, also wenn es Fragen gibt, schreib mir gerne. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Impuls total hilfreich sein könnte, dann teile ihn gerne mit ihm oder ihr. Ich wünsche dir wunderbare Reisen. Es ist ein wunderbarer Moment, dich einfach auch in die Energie einzutun. Und wenn du in eine Meditation gehen möchtest, wenn du in diese klassische Visionssuche gehen möchtest, und ich nenne es ungern Visionssuche, denn ich nenne es lieber Visionsfindung, weil wir wollen ja nicht nach der Vision suchen, wir wollen ja gefunden werden. Dann setz dich gerne hin und meditiere. Nimm dir eine grüne und eine weiße Kerze, um wirklich diese Energie des Mais, der Fruchtbarkeit, des Sprießens, des Lebens auch zu symbolisieren, wenn du möchtest. Ich mache das gerne immer, jetzt hier heute nicht, weil wir heute hier in den Women's Circle und in die Lodge gehen, zu Hause, wenn ich in Deutschland bin, dass ich dort mir Maiglöckchen raussuche, weiße Tulpen raussuche und wirklich alles in diesen Farben nochmal kreiere und einfach da reingehe und diese Energie spüre. Also, Happy Beltane, Happy Walpurgisnacht. Ah, jetzt kommt der letzte Punkt noch. Warum ist die Walpurgisnacht geworden? Nochmal kurz zum Abschluss. Die Walpurgisnacht ist die Walpurgisnacht geworden, weil wir natürlich Beltane oder diese Feierlichkeiten als Kirche nicht einfach so stehen lassen konnten und gleichzeitig klar war, dass sie so tief in der Bevölkerung vereint sind, dass wir uns irgendwas anderes überlegen müssen. Wir können es nicht einfach streichen, so Überlegung der Kirche. Und dann musste die gute Walburga herhalten, die eine Heilige, wahrscheinlich eine Nonne war, und zu der diese Feierlichkeiten dann sozusagen kombiniert wurden. Relativ einfach, so wie wir das auch mit dem guten Valentin kennen, beim Valentinstag, der dafür herhalten musste, der eigentlich irgendwie nur so ein Priester sonst wo war, um das jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, und kein großer Held, und sehr katholisch. Und genauso ist die Walburga in die Walpurgisnacht reingerutscht, die eigentlich vorher auch mal anders hieß. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Auf dem Besen reiten, beim Waking Your Inner Witch, wirklich. Und mein letzter Satz dazu: Trau dich, deine innere Hexe, deine wilde, weise Frau wieder zu erwecken, denn es ist wichtig, dass wir alle uns trauen, das zu tun. Mehr dazu gibt es in der Zeit um den 17., 18., 19., 20. Mai, voraussichtlich in Bielefeld, in Hannover und in Hamburg. Ich bin gerade dabei, die Räume festzumachen. Wenn du da Infos haben möchtest, trage dich gerne in den Newsletter ein, denn der nächste kommt bald. Und dann kannst du dabei sein bei den Zeremonien, in die wir gehen werden, zum Mondbeltane, zum Mondbeltane. Also, alles Liebe von mir für dich. Celebrate, unleash your inner witch. Und trau dich wirklich in diese Magie wiederzugehen. Nur weil wir 300 Jahre ermordet und verbrannt wurden, heißt es nicht, dass wir nicht überlebt haben. Und es ist an der Zeit, dass wir als die Enkeltöchter, als the granddaughters of these women, als die Enkeltöchter dieser Frauen wieder anfangen, dieses Erbe und vor allem diese Weisheit auf den europäischen Boden zu bringen. Alles Liebe.